So, hallo, guten Tag. Sehr schön, dass Sie da sind. Ich begrüße Sie alle. Unsere Musiker, die hatten gerade einen Auftritt auf der Bühne, so dass ich sie im Rennen abholen musste und wir sind hierher gerannt. Deswegen entschuldigen wir uns für die kleine Verspätung in aller Form und jetzt können wir beginnen. Aber lassen Sie mich bitte ein bisschen runterkommen, bitte. So, mein Name ist Oyun Jargal Sharku. Also ich benutze immer die Abkürzung Oyuna. Also ist einfach auszusprechen. Oyuna bin ich. Und ich bin gebürtige Mongolin, ich lebe in Rüdesheim und mit meinem Mann zusammen, also wir bieten schon seit 2006 die Reisen und seit 2007 sind wir auf die CMT hier immer vertreten. Jedes Jahr sind wir mit unserer kleinen Jurte hier auf der CMT und dieses Jahr ist uns natürlich eine besondere Freude, dass die Mongolei das Gastgeber, das Partnerland ist und wir sind auf der großen Fläche in der Halle 4 und können halt mit Musik und mit Ringen und mit Bogenschießen, und ja, Bogenschießen ist es nicht, Knöchelschießen, die Mongolei ein bisschen die Kultur hier präsentieren und also das ist natürlich eine ganz tolle Sache für die Mongolei selbst und für uns. So, man muss natürlich mehr als eine Stunde Zeit haben, um überhaupt über die Mongolei berichten zu können, weil es ja ein Land ist, fast fünfmal so groß wie Deutschland ist und da leben nur 3,2 Millionen Menschen. Und die Hälfte dieser Bevölkerung lebt in Ulaanbaatar. Das heißt, also wenn man jetzt 50 Kilometer aus der Stadt rausfährt, da sieht man natürlich nur die Natur pur. Und die Mongolei ist eben deswegen so faszinierend, also wenn man die ursprüngliche Art der Natur erleben will, dann ist es natürlich ja, das Schöne, das, also Beste will ich jetzt nicht sagen, aber ein sehr schönes Reiseziel, in die Mongolei zu reisen. Wenn ich sage, ich komme aus der Mongolei, da bekomme ich meist zu hören, ah, das ist ja das Land der Steppen und der Reiter, das Land von Chinggis Khan. Und das stimmt auch, also Chinggis Khan und die Reiterhorden, das ist ja das Symbol der Mongolen, das Wahrzeichen der Mongolen. Genau, und mit dem Land verbindet man natürlich also so die Bilder von den wilden Horden, die wie verwachsen mit ihren Pferden durch die Steppe reiten, über die endlosen Weiten der Mongolei. Im 13. Jahrhundert, also da haben ja die Mongolen mit ihren Reiterherden ein Riesenimperium gegründet. Das sehen Sie ja auf der Karte. Aber ja, jetzt sind wir halt hier zwischen unseren zwei großen Nachbarn, Russland und China. Ich weiß, also dass die beiden Nachbarn von uns gerade nicht den besten Ruf auf der Welt haben als Reiseland, aber wenn man jetzt in die Mongolei wollte, dann muss man jetzt weder über Russland noch über China anreisen, sondern es gibt auch einen direkten Flug von Frankfurt nach Ulaanbaatar und die Mongolei will sogar die Flugzahl dann ausbauen, sodass man wahrscheinlich sehr gut und von Frankfurt nach Ulaanbaatar kommen kann. Ulaanbaatar liegt dann hier, der einzige internationale Flughafen in der Mongolei und von da aus kann man die Touren starten. Die Mongolei liegt ja auf demselben Breitengrad wie Süddeutschland, Norditalien. Das heißt also, wir haben auch die beste Reisezeit im Sommer, so wie hier, zwischen Mitte Juni bis Mitte September. Und in dieser Zeit, da hat man so angenehme plus 22, 24 Grad. Also es ist, die Vegetation ist gewachsen, üppig, grün. Also die beste Zeit, in die Mongolei zu reisen. Vor Mitte Juni ist es ein bisschen zu kalt
Und nach Mitte September kann es auch sehr schnell schneien. Und wir haben ja sehr lange Winter. Ich würde jetzt nicht empfehlen, jetzt direkt in die Mongolei loszufliegen, weil wir dort minus 42 Grad in der Nacht haben. Also Sommer ist auf jeden Fall die beste Reisesaison, in die Mongolei zu kommen. In der Wüste Gobi, da kann es natürlich plus 30 Grad werden oder noch heißer. Aber wir haben halt diese trockene Wärme mit viel frischem Wind. Also von daher verträgt man die Hitze dort auch ganz gut. Oder im Winter, wie gesagt, bei minus 42 Grad ist es auch nicht so, dass man jetzt, also man muss natürlich dicke Jacken haben, ganz klar, aber wir haben auch trockene Kälte. Also das ist halt, und mit viel Sonne, das muss man auch noch sagen. Es ist natürlich, ich vermisse auch, also ich lebe ja hier und im November, gerade wo es so trüb wird, vermisse ich die mongolischen Winter, auch wenn es minus 30 Grad ist, da scheint immer die Sonne. Ja, und das gibt schon sehr viel, sehr viele wärmere Impulse sozusagen, wenn die Sonne immer scheint. Ja, wir haben ja dieses trockene kontinentale Klima und wie gesagt, im Juni, Juli, August findet man so üppige Vegetation im Norden und ansonsten, also in der Zentralmongolei vor allem, sieht es so aus. Weite Steppen, also hier haben wir sogar die Gegend fotografiert, wo mehrere Familien vor Ort leben. Da gibt es auch Gegenden, also da, wo nichts zu sehen ist, einfach. Genau. Ja. Wir sagen auch, dass die Mongolei das Land des ewig blauen Himmels ist. Und das stimmt, weil wir ja 280 Tage im Jahr wolkenlosen Himmel haben. 280 Tage im Jahr. Und man kann halt in der Nacht also so einen Sternenhimmel beobachten, weil es da gar keine Luftverschmutzung gibt und keine Lichtverschmutzung. Also man sieht natürlich den Sternenhimmel in voller Pracht. Und wir haben halt auch alle Naturzonen der Erde in der Mongolei. Also wir haben Gebirge, also Bergmassive im Norden, hier in der Zentralmongolei, Altai-Gebirge, kennen Sie bestimmt, 4000er sind es hier im Westen. Ansonsten halt dazwischen eben diese ganz weiten Steppen. Wir können natürlich keinen Strand anbieten, aber alles andere ist da. Also Berge, Wälder, zum Beispiel die großen Seen im Norden, ja, Bergmassive, das Altai-Gebirge. Und da kann man schöne Wanderungen und Trekkingtouren machen. Und diese weite Steppe erleben, also wo der Horizont mit dem Himmel schmilzt. Also man kann fahren und fahren und fahren und da sieht man niemanden. Und die weite Steppe, also das ist natürlich eine Verschmelzung von Mensch und der Natur. Und das muss man halt selbst erlebt haben, um das zu empfinden. Und in der Wüste Gobi, so den Sonnenaufgang oder den Sonnenuntergang zu beobachten, das ist natürlich ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Das sind die Fleming Cliffs, also im Süden der Mongolei, in der Wüste Gobi. Als der legendäre Forscher Roy Chapman Andrews hier 1922 den größten Dinosaurierfriedhof der Welt entdeckte, fand er die Bedingungen vor, die sich seither kaum verändert haben. Noch heute gibt es hier in der Gobi mehr tote Dinos als Menschen, würde ich sagen. Und Bayan Sak heißt die Gegend, weil im Abendlicht, also Fleming Cliffs, die Felsen, also die Cliffs, also so schimmern, als ob es brennen würde. Und hier findet man halt Fossilien aus der Kreidezeit vor 140 bis 65 Millionen Jahren, als die Wüste Gobi noch aus Wäldern bestand und aus Sümpfen. Und da ist einer unserer Reisenden,
der seinen Augen quasi nicht trauen wollte, dass es hier so riesige Saurierhunde gibt, aber die kann man natürlich nicht nach Deutschland mitnehmen. Ja, aber die Wüste Gobi ist ja nicht die Wüste Gobi. Da erstrecken sich halt die Ausläufer von dem Altai-Gebirge vom Westen herein und dadurch also gibt es halt eben im Süden der Mongolei auch diese Landschaft. Ja, die Berglandschaft, die Schluchten, wo es auch grün wächst. Und das ist ja die Drei Schönen, also das Gebirge nennt sich so, die Drei Schönen. Und hier findet man das Wunder der Gobi, also die 8 Meter hohen Gletscher. Also früher war es so, also auch wenn man im August kam, da lag noch Eis, aber es wird immer weniger und weniger leider. Also man muss schon sehr früh im Sommer hinreisen, also schon im Juni, also bis Anfang Juli bleibt es noch, aber dann schmilzt es leider weg. Also es wird leider weniger. Also den Klimawandel spürt man halt überall, auch in der Mongolei. Ja. Hier sieht man auch dann die seltenen Argali-Schafe, also die, um die zu sehen, oder die Ziegenböcke, da muss man natürlich sehr früh aufstehen und sehr viel Glück haben. Die sind ja sehr scheu. Aber die Murmeltiere sieht man immer. Es ist nur so, dass den Mongolen das Murmeltierfleisch sehr gut schmeckt und dadurch musste das arme Tier auf die Liste der seltenen Tiere mittlerweile aufgenommen werden, aber die werden trotzdem gejagt. Und eigentlich gibt es so eine Jagdsaison, damit da jetzt nicht die Pest verbreitet wird und so weiter. Aber ja, den Mongolen ist es wichtiger, das Murmeltierfleisch zu haben. Und da gibt es halt ja, ein bisschen Probleme im Sommer. Genau. Und wenn man sich halt in die Mongolei als Reisender begibt, da sieht man eben, dass die Natur die Hauptattraktion ist. Die Reise an sich ist eben die Attraktion. Also wenn man in der Natur in ihrer Ursprünglichkeit haben möchte, dann reitet man am besten auf dem Kamel, auf den Pferden, also dass man halt so die Schönheit der Natur sich aufsaugt. Man kann ohne Flugzeugstreifen am Himmel das Land erleben, die Natur erleben. Und so ist es seit 1000 Jahren so geblieben. Und es wird sich hoffentlich, es wird hoffentlich lange so bleiben, also dass sich halt nicht sehr viel, auch weiterhin nicht sehr viel sich verändert. Ich habe zuletzt in den mongolischen Nachrichten gehört, also es gibt jetzt 300.000 Nomaden nur. Also 3,2 Millionen haben wir und 300.000 Nomaden. Also ich dachte eigentlich, also wir haben mehr Nomaden noch auf dem Land, also die mit ihren Tieren, ja, mit ihrem Vieh durch das Land ziehen, aber es wird wahrscheinlich immer weniger und alle zieht es halt in die Stadt, vor allem die jungen Leute und ja, man hofft also, dass viele von denen auch zurückkehren ins Heimatland und dort halt dem Nomadenleben, dem traditionellen Leben nachgehen, weil eben dieses Leben ein sehr nachhaltiges Bewirtschaften ist. Also man hat eigentlich nie von großen Hungerperioden zum Beispiel in der Mongolei gehört, weil man halt immer zur Not sein Schaf hatte, was man zu schlachten hatte und so weiter und so fort. Also Hungersnot kennen ja eigentlich die Mongolen nicht, dank eben diesen Herden, ja, die man züchtet. Es gibt natürlich harte Winter, wo sehr viel Vieh abstirbt, aber dann gibt es halt in milden Wintern, ja, viel mehr Zuwachs an der Herde und so geht es dann weiter. Ja. Dass die Natur halt so ursprünglich geblieben ist, das verdanken wir natürlich auch den Nomaden selbst. Ja. Nicht nur der Bevölkerungsdichte, sondern den Nomaden selbst, weil sie ja immer die Natur als Mutter Natur verehrt haben und die haben mit der Natur so gelebt, also so harmonisch gelebt, dass die
sehr wenig oder gar keinen Abfall verursacht haben. Wenn sie ihre Jurte abgebaut haben und weitergezogen sind, da ist eigentlich nichts geblieben. Ja? Und manchen heute auf dem Land fehlt eben diese Gewohnheit, den nicht abbaubaren Abfall mitzunehmen, weil es ja denen auch vielleicht nicht bewusst ist. Ja, wenn man da von einem von Sommercamp zum Beispiel zum nächsten Camp weitergezogen ist, zu der Sommerstelle, also da hat man halt alles da gelassen, was man nicht brauchte, und wo die dann im nächsten Sommer zurückkamen, war das ja schon alles abgebaut. Ja, also wenn da so Tierhaarstricke geblieben waren oder so, es gab ja dann keinen Müll, der einfach liegen blieb. Und heute mit den Plastikflaschen oder ja, sonstigen Materialien ist es natürlich schwierig, und das muss natürlich den Menschen auch klar sein. Und solche Ovos, also nennen wir das, also schamanistische Steinhaufen, ja, die hatten wir schon vor 1000 Jahren, und das ist immer noch so. Also man hat, wenn man als Reisender dann unterwegs war, immer einen Stein von der Straße aufgehoben und dann hier auf den Ovo gelegt, und das war die Verehrung von der Natur. Und wenn man so einen Ovo am Straßenrand oder auf dem Berg gesehen hat, also das war dann was Heiliges, also man musste das schützen. Das waren so Zeichen des Naturschutzes, oder das war unbeschriebenes Gesetz einfach, dass man halt der Natur nichts antun darf. Und so ist es auch geblieben. Man sieht heute auch diese Steinhaufen am Straßenrand, also wir steigen auch aus und tun dreimal um den Steinhaufen herumlaufen, um einfach die Ehre der Natur zu zeigen. Und wenn man das sich so angewöhnt hat, dann weiß man ja, das ist was Wichtiges. Und das ist auch bei manchen heiligen Bergen mit Zeremonien verbunden, und so ist es auch geblieben. Die buddhistischen Mönche, also der Buddhismus ist ja in die Mongolei erst im 16. Jahrhundert gekommen, der tibetische Buddhismus, und die Buddhisten, also die haben dann quasi diese schamanistischen Rituale von früher auch übernommen, und heute gehen halt die Lamas, die buddhistischen Mönche, auf die Berge und tun diese Rituale auch durchführen für die Verehrung der Berge. Und Schamanen gibt es auch noch, aber es ist jetzt kein Widerspruch in sich. Also Schamanen und Buddhismus, Schamantum, das lebt immer noch bei den Mongolen in der Seele. Also wenn sie heute zu einem Schamanen gehen und morgen zu einem buddhistischen Mönch, also da ist keiner von den beiden böse. Also die Menschen, die haben das einfach in sich, also den Schamanismus so als etwas Ursprüngliches, gell? Und dann auch den Buddhismus, also was, das ist alles so verankert, und das wird nicht als Religion oder als, ja, als eine Richtung einer Religion angesehen, sondern das ist einfach mit der Lebensweise der Mongolen zu tun, und es ist im Leben der Mongolen so verankert. Ja, die buddhistischen Mönche, also die haben halt ihre Kloster gebaut. Das war das Gandang, das Erdenezu-Kloster bei Karakorum, 1586 schon gebaut worden. Das war auch das erste Kloster. Und man sagt, also 90% der mongolischen Bevölkerung ist mittlerweile buddhistisch. Genau. Und dieses Kloster, also die Lage von diesem Kloster, hat man auch nicht zufällig ausgewählt. Also es ist auf den, da wo die alte Chinggis Khan-Stadt stand, also da hat man eben das Kloster später im 16. Jahrhundert aufgebaut. Und das kann man auf der Reise auch gut besichtigen, weil die Straßen dahin sehr gut ausgebaut sind. Im Kloster selbst, also da ist auch viel zerstört worden in den 30er, 40er Jahren. Das haben Sie bestimmt auch gehört, also dass wir durch den Stalinismus, also wir hatten ja auch unseren mongolischen Stalin, also der versucht hat damals alles, was mit der Natur, mit der Religion, mit ursprünglichen Glaubensritualen zu tun hatte, alles zu zerstören, um ein
ja, um neue, also in Anführungszeichen Mongolei, aufzustellen. Und da hat man also viele Klöster zerstört und ein paar Tempel sind aber in der ursprünglichen Form noch stehen geblieben, solche Stupas zum Beispiel, also das, die sind alle in der ursprünglichen Form noch da, zum Glück. Und die Bonner Universität hat ja dort sehr lange auch Ausgrabungen gemacht und also die haben auch festgestellt, dass es sehr viele Paläste dort gestanden haben sollen, gebaut auch von europäischen Baumeistern. Und die Ausgrabungen sind jetzt zu Ende, man hat sehr viel dokumentiert und im Museum in Ulaanbaatar ist alles auch zu finden. Und da sieht man hinten eben das Erdenezu-Kloster, was man heute besichtigen kann. Und diese steinerne Schildkröte, die stammt eben aus der Zeit von Genghis Khan, also an vier Eckpunkten sozusagen von dieser alten Stadt Karakorum sollen diese Schildkröten gestanden haben als Symbol des ewigen Lebens und Langlebigkeit. Auch wenn die Mongolen als wirtschaftliches und kulturelles Zentrum immer wieder mal eine Stadt bauten, waren die Mongolen und sind immer noch Nomaden. Und das sind sie halt heute noch. Und das Nomadenleben erfordert zwar ein ständiges Wechseln der Wohnorte, damit die Tiere gut weiden können und die strengen Winter überleben können. Sie ziehen 4 bis 5 Mal im Jahr um. Im Sommer ziehen die halt in die Täler zum Fluss, damit die Tiere genug Gras fressen können und im August für den Winter Heu vorbereitet werden kann. Und im Winter ziehen sie dann halt in die Gebirge, da wo es dann halt Wind und Kälte geschützt ist. Und dieses ständige Umziehen und ganz viele Tiere, also das erfordert natürlich, also eine Familie hat ja 200 bis 300 Tiere mindestens. Und das erfordert natürlich also sehr, die haben halt so Pferde, Ziegen, im Norden haben die Yaks, die Viehzüchter, im Süden, da gibt es dann Kamele. Also je nachdem, in welcher Region man lebt, hat man eben die Tiere und die Rentiere hat man ganz im hohen Norden, also die Rentierzüchter bei Hupsugul. Genau. Und die Familien sind ja sehr groß und die Kinder, die arbeiten zu Hause sehr gut mit oder müssen sie ja auch den Eltern helfen. Es gibt halt Schulen in den Zentren, also Provinzzentren gibt es und dann gibt es auch kleinere Einheiten, da gibt es Schulen und die Kinder besuchen ihre Schule, leben vielleicht im Internat, aber die haben halt extra auch lange Ferien, damit sie nach Hause kommen können und in den Ferien auch den Eltern helfen können. Und der Familienzusammenhalt in der Familie ist natürlich sehr groß. Die Menschen sind immer sehr, sehr freundlich und sehr gastfreundlich, wenn man unterwegs ist. Also da erlebt man natürlich bei jeder Familie auf dem Land diese Gastfreundschaft. Und die haben natürlich Pferde. Also man sagt ja auch, die Mongolen, die lernen zuerst reiten und dann gehen und dann laufen. Und das stimmt auch ja zum größten Teil auf dem Land. Also die Kinder, die lernen natürlich sehr, sehr früh reiten und das Pferd ist das wichtigste Transportmittel auf dem Land. Aber auch wenn die dann ihre Pferde zähmen, also so wie wir jetzt hier sehen, also die haben nie geschafft, diese Pferde zu zähmen, das sind die Przewalski-Pferde, die Wildpferde. Und die letzten von diesen Wildpferden, die hat man 1968 gesehen und danach waren die ganz weg. Aber zum Glück hatte man in den europäischen Zoos ein paar von solchen Pferden, Wildpferden, Przewalski-Pferden. Und dann wurden die nach der Wende
Also wir nennen Wende so die 89, also da, wo die Mauer fiel hier. Genau, und da sind die wieder in die Mongolei gebracht worden. Und es gab halt mehrere Projekte, die wieder zu akklimatisieren, und das hat auch ziemlich gut geklappt. Und wir haben so einen Przewalski-Pferdepark, also da, wo die Ranger halt aufpassen. Und die Pferde, die gibt es dann wieder in der Mongolei, die Przewalski-Pferde. So, dann würde ich Sie jetzt einladen, dem Klang der Pferdekopfgeige zu lauschen, eines der ältesten Musikinstrumente der Welt. Eins aus dem Schädel des geliebten Reittiers angefertigt, kann das wiehern wie Pferde, meckern wie die Ziegen und weinen wie die Menschen. Aber nicht nur ihren Pferden verdanken die Mongolen ihre Mobilität. Diese runden Filzzelte, die heißen, also hier nennt man ja auch Jurte, die heißen auf Mongolisch Gir. Und in diese, das ist quasi das Herzstück der Nomadenkultur. Es kann auf eine über 2000-jährige Entwicklungsgeschichte zurückschauen, in deren Verlauf eben die Konstruktion dieser Jurte immer weiter perfektioniert wurde und den harten klimatischen Bedingungen angepasst wurde. Bei minimalem Volumen bietet es eine optimale Nutzung, also man kann die Jurte sehr schnell abbauen und sehr schnell wieder aufbauen. Also wenn 2-3 Männer mit dabei sind, dann ist die Jurte schon in einer Stunde fertig. Abgebaut, in den 2 Stunden fertig aufgebaut. Also geht ganz schnell. Und es ist im Winter halt sehr mollig warm. Und im Sommer, also da ist die Jurte auch sehr gut akklimatisiert. Also so, dass man
mit diesem Filz, also was ja außenrum, also dieses Material, ist sehr durchlässig, luftdurchlässig, und daher ist es sehr angenehm, da zu schlafen. Und den Reisenden, also da bietet sich bei uns immer dieses Jurtencamp sehr an, weil man da übernachten kann wie ein Nomade. Und die eignen sich natürlich viel besser als so Betonhäuser in der Mongolei, in der Steppe. Kann man sich ja das überhaupt nicht vorstellen, wenn man in so einem Hotel übernachten würde. In einem Betonhaus, also lieber übernachtet man in so einer Jurte. Aber da gibt es halt immer, genau, innen drin, also sieht die Jurte so aus, mit Betten ausgestattet. Und in dem Ofen, mit dem Ofen in der Mitte. Und die gesamte Familie, also die lebt normalerweise auch in der Jurte zusammen, egal aus wie vielen Mitgliedern die Familie besteht. Wenn man 10 Kinder hat, also dann lebt man halt zu 12 in der Jurte drin. Aber das ganze Leben spielt sich ja nicht in der Jurte ab, sondern draußen. Also die Jurte ist eben nur zum Schlafen da. Und das Fleisch und die Milch von den Tieren, also wird dann halt verarbeitet. Die Frauen, die machen halt im Sommer am meisten die Milchprodukte. Da, wo die Fohlen kommen, werden halt die Stuten gemolken, oder die Schafe und Ziegen oder Kühe, die werden auch gemolken. Und wenn man jetzt ja schlachtet mal, dann tut man das Fleisch immer so in Streifen schneiden. Da gibt's ja keine Kühlschränke, nichts, ja. Deswegen muss man ja das auch im Sommer gut aufbewahren können. Man schneidet das Fleisch in so Streifen und dann trocknet man in der Luft. Und das war wohl auch dieses trockene Fleisch, wo man das dann zu Pulver macht, kann man natürlich sehr lange das Fleisch haltbar machen. Und das war wohl das Geheimnis von den Chinggis-Khan-Soldaten. Die trugen ja auch den Beutel mit dem getrockneten Pulverfleisch am Sattel, konnten dann halt einfach ja, im Wasser abkochen, und dann war es fertige Suppe. Und die Stuten haben die wohl auch immer mitgenommen. Und dann, wenn die Fohlen kamen, hat man die Stuten gemolken, und dann hat man auch fertig was zu trinken gehabt, die Stutenmilch. Also von daher ist es traditionell und auch praktisch zugleich. In den Sommermonaten werden außer den Kühen, Schafen und Ziegen, also da werden auch, wie gesagt, die Stuten gemolken, und diese vergorene Stutenmilch, die nennt sich Ayrak, also man sollte das probieren, aber es ist vielleicht für den ungewohnten Magen nicht so verträglich, vielleicht nicht unbedingt empfehlenswert, auf einmal viel zu haben, aber versuchen oder probieren sollte man das auf jeden Fall, die vergorene Stutenmilch, also das ist das Hauptgetränk im Sommer bei den Mongolen und sehr beliebt. Und das ist getrockneter Quark. Das tut man halt auf der Jurte auflegen, damit es in der Sonne gut und schnell trocknet. Aber man hat nicht nur mongolisches, also rein nomadisches Essen unterwegs, sondern man sieht ja hier, also schwäbische Maultaschen haben wir auch bei uns. Ja, das sind die mongolischen Maultaschen, gebraten oder gedämpft, und dann gibt es halt so Eintopf und so weiter. Also man kann auch als Vegetarier übrigens auch in die Mongolei reisen, da wird man nicht verhungern. Da sitzen wir in der Jurte, und da gibt es halt eben in den Jurtencamps, also so eine ganz große Restaurant-Jurte nennen wir das. Ja, und da bekommt man halt eben Essen serviert, etwas angepasst auf den europäischen Magen. Aber Sie sehen, also da ist jetzt kein Stück Fleisch drauf. Wenn man Fleisch haben möchte, kriegt man. Aber wie gesagt, auch als Vegetarier wird man da gut durch das Land kommen. Das sind diese Jurtencamps, die ich vorhin auch erwähnt habe. In solchen Jurtencamps lebt man, und da gibt es halt daneben eben immer so ein großes Haus oder eine große Jurte, da wo die Sanitäranlagen drin sind, wo man duschen kann und so weiter. Genau, aber schlafen tut man in solchen Jurten. Das ist ein anderes dann wieder am See, am Weißen See, also sehr schön gelegen. Also sehr schöne Übernachtungsmöglichkeiten sind mittlerweile vorhanden in der Mongolei.
Ja, auch wenn man möchte, kann man natürlich auch bei uns im Ethno-Camp dann eine Woche zum Beispiel verbringen, da wo man abseits von allen touristischen Routen einfach so mal in der Natur ist mit den Nomaden und da erlebt man quasi das Nomadenleben pur. Man kann da mithelfen, also beim Melken, wenn man möchte, oder beim Käse zubereiten oder man kann auch Holz hacken. Also man kann alles machen, was die Nomaden auch machen, eine Woche lang oder noch länger, wenn man möchte. Also das ist das Ethno-Camp. Es war jetzt nicht immer so, also dass die Nomaden ihr eigenes Vieh züchteten. Also wir hatten ja auch 70 Jahre lang Sozialismus. Und da sieht man, also die haben halt zwar ihr Vieh, also das Vieh gezüchtet, aber eben für den Staat und nicht für sich selbst. Und nach der Wende, seit den 90er Jahren, also da haben wir mehr Vieh als früher in diesen 70 Jahren. Also da war man quasi Angestellter von der Stadt, ja, und das war Planwirtschaft und die Nomaden haben quasi ihr Nomadenleben das waren quasi angestellte Viehzüchter für den Stadt. Und nach der Wende, also da wurde wieder alles privatisiert und seither wächst halt das Vieh, die Anzahl vom Vieh, genau. Aber das hat natürlich auch Nachteile, weil gerade also in der Nähe von Ulaanbaatar, da gibt es halt viel zu viel Vieh und es wird überweidet und vor allem also die Ziegen, also die bringen zwar Wohlstand, die bringen zwar viel mehr Geld durch die Kaschmirwolle, die wir haben, aber die Ziegen, also die fressen halt die Pflanzendecke und dadurch also gibt es ja weniger Vegetation für die Schafe, für die Kühe und so weiter und das ist ein Problem. Und die Nomaden, die wollen natürlich auch Wohlstand haben, das ist, ja, man sieht jetzt mittlerweile viele, also die einen Fernseher in der Jurte stehen haben, eine Satellitenschüssel und so weiter, aber dadurch also geht ein bisschen was von dem traditionellen Viehzüchten verloren und das gerade mit der Zucht von Ziegen, also vermehrt, ja, in einer gewissen Anzahl, also ist es ja nicht schlimm, aber es gibt halt viel zu viele Ziegen und das stellt schon ein mittlerweile ökologisches Problem dar, also dass es viel trockener wird, die Wüstenbildung schreitet voran, ja, es wird vielleicht irgendwann mal dann auch so geregelt, dass man vielleicht auch die Anzahl der Ziegen irgendwie reglementiert und so weiter. Aber so weit sind wir noch nicht. Genau. Die Nomaden, man kann jetzt also diese Probleme nennen und sagen, also ja, es gibt Probleme, also die Tradition sollte wieder leben, aber wir sind froh, also dass es die Nomaden gibt, dass sie halt ihr nomadisches Leben auch weiterführen, die Kultur auch weiter leben lassen und wir sind sehr guter Hoffnung auch, dass die jungen Menschen auf dem Land bleiben und ihre Kultur dann weiter schützen werden. Die Mongolen, also waren das Nomadenvolk, waren die Nomaden und das Land, sie ziehen durch das Land, was niemandem gehört, also Grund und Boden gehört ja immer noch dem Staat, also beziehungsweise den Nomaden selbst und das ist eher ein Lebensgefühl, ein Nomade zu sein, als wirtschaften. Von daher, ja, sind wir guter Hoffnung, also dass es diese Tradition weitergeben wird. Jetzt lade ich Sie ein, erneut in die Welt der mongolischen Musik einzutauchen, in die grandiosen Landschaften der Mongolei und wunderbaren Menschen. Thank you.
Nach diesen ganz wunderbaren Bildern von der Weite, vom Land, von der Landschaft und Menschen, da fällt es mir ein bisschen schwer, dieses Bild von Ulaanbaatar zu zeigen. Ulaanbaatar ist halt die Hauptstadt der Mongolei, ist eine Großstadt oder die einzige Stadt in der Mongolei. Und die Stadt ist natürlich genauso laut, quirlig und vollgestopft wie viele andere Städte auf der Welt auch. Da laufen natürlich alle Fäden zusammen. Da ist das Regierungsgebäude, Theater und Museen sind alle hier in Ulaanbaatar, große Kaufhäuser und so weiter. Und die Straßen sind halt vollgestopft, immer meistens, also immer stop and go, immer mit viel Stau. Und man wundert sich natürlich, also die Hälfte der Bevölkerung, habe ich ja vorhin erwähnt, 1,56 Millionen Menschen leben hier. Und ja, das sonstige Land ist ja so groß und so leer. Hier sehen Sie ein paar Bilder, das sind sehr seltene Bilder aus der Zeit, wo im Auftrag von einem französischen Bankier Albert Kahn 1913 Bilder auf der gesamten Welt aufgenommen wurden. Und da waren halt Leute auch fotografiert worden aus der Zeit 1913. Das sind Bilder von sehr Seltenheitswert. Ein buddhistischer Mönch, genau. Alles ganz alte Bilder. Und Ulaanbaatar, also auf diesem Fleck, kleinen Fleck, also in den Bergen, wurde ja schon 1700, also im 18. Jahrhundert, der Grundstein von Ulaanbaatar wurde dort gelegt und es ist dann weiter und weiter gewachsen. 1910 gab es wohl in Ulaanbaatar nur 50.000 Einwohner und jetzt sind es halt 1,5 Millionen. Ulaanbaatar ist halt keine Schönheit, aber ja, nach der Wende, also da gab es großen Bauboom, also man sieht halt, dass die Stadt halt wächst und wird moderner. Die Bevölkerung dort ist natürlich sehr, sehr jung. Ich habe im Internet nachgeschaut, das Durchschnittsalter von den Mongolen ist 28 Jahre alt und in Deutschland 45 Jahre. Also wir haben ein sehr junges Volk dort und ja, es gibt viele Universitäten, viele Hochschulen. Wir haben also Alphabetisierungsrate von 90%. Also so viele hochgebildete junge Leute, also die wollen eigentlich für den Staat was tun, wenn der Staat was tun ließe, sage ich einfach mal so. Wir haben halt eine Regierung in der Mongolei. Seit 1990 sind wir ja ein demokratisches Land und es gab damals nach der Wende also ganz viele Parteien, die neu entstanden sind, also Mehrparteiensystem, aber mittlerweile in den letzten 30 Jahren haben sich diese Parteien so miteinander zusammengeschlossen, dass wir eigentlich nur noch zwei Parteien haben. Und die eine Partei ist dann die alte postkommunistische Partei, die wollen das so nicht genannt werden, also die sagen, ja, wir sind die mongolische Volkspartei und wir sind wieder was ganz anderes als die alte Partei, mongolische Volkspartei. Und dann gibt es eine demokratische Partei. Und die beiden wechseln sich ab und so wie es ist. Also die sagen halt vor den Wahlen nicht, was sie tun wollen, sondern sagen dann, was die anderen falsch tun. Und dann gibt es dann, ja, Gezerre. Und dann wählen die Mongolen alle 4 Jahre irgendwie die eine Partei und dann nach 4 Jahren die andere Partei. Und so geht es eigentlich ja, nach der Wende die ganze Zeit. Und diese kurzen Abwechslungen, also das führt jetzt nicht dazu, dass das Land sich so entwickelt, wie es eigentlich hätte entwickelt werden können. Und wir haben ja eigentlich sehr viele junge, fähige Leute, aber
die gehen halt lieber ins Ausland, weil sie ja dort bessere Möglichkeiten sehen, also sich zu entfalten, sich zu entwickeln, was ja sehr schade ist. Ja. Und wenn wir nur 3,2 Millionen sind, dann wäre es schön, also wenn das Potenzial gut ausgeschöpft werden könnte und wenn man vor Ort dort, also gerade mit dem Bergbauboom und so weiter, also da gab es schon Zeiten, also wo es der Mongolei wirtschaftlich gut ging. Also man hat von in wirtschaftlichen Entwicklung 10%, 16%, also so astronomische Zahlen wurden genannt, aber dem Volk selbst, also hat das leider nicht sehr viel genützt. Also wir haben auch viele Menschen, also immer noch, die in Armut, also leben, die müssen vielleicht nicht hungern, aber junge Menschen, die eben nach den Entwicklungsmöglichkeiten suchen, aber wir hoffen immer noch, dass es dann mehr oder weniger stabil dann weitergeht. Aber politisch, also sind wir ruhig, also wenn man jetzt da hinreisen würde, also da gibt es jetzt keine Unruhen, auch wie ich am Anfang des Vortrags gesagt habe, also wir haben ja gute Beziehungen zu unserem Großnachbarn im Norden, gute Beziehungen zu dem Südnachbarn China. Von daher hoffen wir mal, also dass wir in dieser turbulenten Welt unseren kleinen weißen Fleck in der Mongolei ruhig beibehalten können. Man weiß natürlich nicht, was da alles auf uns zukommt, aber das hoffen wir sehr. Und die jungen Leute, also die versuchen halt, das Moderne und die Tradition zu verbinden. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es unter Ihnen jemanden, der sich für Rockmusik interessiert. Ja, wir haben mittlerweile eine Rockgruppe, die nennt sich The Who. The Who, genau. Und das ist die erste mongolische Band, die geschafft hat, Tausende von Menschen in einem Stadion zu versammeln, in den USA, in Europa und so. Die machen große Touren, die singen Rock, die spielen Rock, aber Ethno-Rock, also so mongolische Musik, so wie Sie gehört haben. Also es wurde halt in Rockmusik so umgewandelt, dass man halt als Rock-Fan, also ich bin eigentlich kein Fan von Rockmusik, aber von The Who bin ich schon ein Fan. Also Sie können gerne im YouTube das Video und so weiter anschauen. Also wenn Sie die Art von Musik mögen, dann ist das mit Sicherheit das Richtige auch. Da sind wir auch ganz stolz drauf, so als kleines Volk dann, wenn die Gruppe dann überall auf der Welt spielt. Ja, die jungen Leute von heute, also die sind natürlich, die träumen von das, was man in den Glanzmagazinen sieht im Westen, das wollen die natürlich auch in der Mongolei haben. Also wenn man Shakira sagt oder Chanel, also alles ist dort präsent und sofort da, was auf dem, also früher sogar vielleicht, also da, die Mongolen, die Menschen, also die jungen Leute, also die wollen natürlich das Moderne, jetzt sage ich einfach in Anführungszeichen, wo wir im Westen, also ich lebe ja hier in Deutschland und ich kriege ja mit, also viele Menschen, die wollen jetzt nicht schneller, schneller, höher, höher oder das Unendliche, sondern man will auch zurück in den Ursprung, also man sehnt sich wieder zurück. Und bei uns ist es halt so, dass wir eben wahrscheinlich noch in der anderen Richtung sind. Also man wird wahrscheinlich zu dem Punkt irgendwann kommen, wo man sich zurücksehen wird, aber im Moment ist es so, der Westen, also das ist so das Vorbild für die jungen Leute in der Mongolei. Aber man sollte vielleicht mal diese Menschen, die Mongolen, die Nomaden, die Kultur, das Ursprüngliche, was die Mongolen einfach im Blut haben, vielleicht werden die auch diesen tieferen Sinn in sich finden. Ich habe zwar das Gefühl, dass es vielleicht ein bisschen verloren gehen wird, also wenn es nach dem Tempo geht, aber ich hoffe sehr, also dass es lange genug dann auch bleibt, dass die Traditionen immer noch eine große Rolle im Leben der Menschen spielen und in der Musik, also wird es mit Sicherheit auch weiterleben.
Diese Musik, die bringt ja auch die Kamele zum Weinen, wenn Sie den Film gesehen haben, das weinende Kamel. Also da lade ich Sie wieder ein, in die mongolische Musik und in die Bilder der Mongolei einzutauchen. Thank you.
So, dann danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, dass Sie heute Zeit genommen haben, hierher zu kommen. Und ich stehe Ihnen sehr gerne zur Verfügung für Ihre Fragen. Wenn Sie Fragen haben, würde ich mich auch sehr freuen. Ich danke auch meinen Musikern der Gruppe Hochmongol. Die kommen aus Ingolstadt, leben auch hier, so wie ich, in Rudesheim. Genau, das sind die Mongolen, die die Mongolei quasi hier in Deutschland vertreten. Mit Musik, mit Informationen. Sehr gerne.